Steffi, 2:1 Erfolg hier für dich an alter Wirkungsstätte. Wie ist das für dich? Ist das ein normales Spiel wie jedes andere? Natürlich ist es kein normales Spiel, aber wir wollten hier das Maximum heute rausholen aus uns und so viele Punkte wie möglich mitnehmen. Und ich glaube, dass wir außer den Standard aus dem Spiel nur gegen Ende ein bisschen was zugelassen haben. Und durch das Standard-Gegentor sind wir ein bisschen ins Hintertreffen geraten und sind dann durch zwei schnelle Aktionen haben wir das Spiel gedreht und es war natürlich überragend für uns. Mit welchen Qualitäten hat sich die Mannschaft jetzt auch den zweiten Sieg in Folge verdient? Wir haben, wie schon in der Vergangenheit gesagt, dass wir noch nicht da sind, wo wir uns auch sehen und auch alle sein wollten. Und wir haben kontinuierlich daran gearbeitet, haben kleine Fehler abgestellt, sind stabil geworden und haben nach vorne unsere Konnte noch mal besser ausgespielt. Seit dem zweiten Spieltag, dem Spiel gegen Cottbus, warst du immer wieder, sagen wir mal, noch nicht voll da, was sozusagen das dort zugezogene Foul angeht. Wie sieht es jetzt derzeit aus? Ja, es ist natürlich schon besser geworden, aber man hat, glaube ich, gesehen, gegen Ende ist mir ziemlich die Puste ausgegangen und da heißt es, dran zu arbeiten und am Ende dann auch über 90 Minuten Vollgas gehen zu können. Sprichst das Vollgas an? Jetzt englische Woche, worauf kommt es jetzt an mit Dienstag Asbach und Freitag Münster? Ja, wir müssen so schnell wie möglich regenerieren, müssen am Dienstag schauen, dass wir auch eine stabile Mannschaftsleistung auf den Platz bringen und dann auch schauen, dass wir so viele Punkte wie möglich zu Hause behalten. Und dafür kann man dann auch in Kauf nehmen, dass man heute nicht auf die Wiesen geht? Kann man in Kauf nehmen, ja. Dankeschön.